zusammen. Ich bin die Nathalie, ich bin 17 Jahre alt und ich bin nordische Kombiniererin. Und ich nehme euch heute mal mit. Eigentlich heißt es ja ein Tag mit Nathalie Armbruster. Bei mir ist es jetzt kein ganzer Tag, weil ich den Großteil des Tages schon hier in meiner Schule verbracht habe, im Kepler-Gymnasium in Freudenstadt. Und ich nehme euch jetzt aber trotzdem mal noch mit, ein paar Stunden von meinem Tag mit mir daheim zu verbringen und dann nachher noch im Training. Mit 4 habe ich meinen Papa gefragt, ob er mir das Langlaufen beibringen kann, und das hat er dann auch gemacht, weil mein Papa war früher auch Langläufer in seiner Kindheit. Ja, meine Eltern, die waren am Anfang nicht ganz so begeistert, die hatten ziemlich Angst, dass das doch viel zu gefährlich ist, und Skispringen klingt ja immer so gefährlich, aber ich konnte die dann davon überzeugen, dass ich das wirklich unbedingt mal versuchen möchte und dass es bestimmt nicht so gefährlich ist. Und dann bin ich 2014 im Mai das erste Mal über eine Schanze gesprungen im Berger Grund, über die K10. Und es, ja, es hat mir einfach so viel Spaß gemacht, und dann bin ich so zur nordischen Kombination gekommen. Ich habe mich auch bewusst entschieden, dass ich auf einer ganz normalen Schule bleibe und nicht aufs Internat gehe. Und ich habe auch gewusst, dass ich es mir damit einfach schwerer mache. Aber ich bin einfach auch so gern daheim, und ja, das ist es mir dann auch einfach wert. Und meine Lehrer unterstützen mich halt so weit, dass ich weiß, dass ich auf wirklich 99% der Lehrer zugehen kann und die mir das dann auch nochmal erklären, wenn ich irgendwas nicht verstanden habe. Und es ist generell mega cool, dass sie sich so interessieren. Und auch in Schonach letztes Jahr waren ja unheimlich viele Lehrer dabei und sogar mein Rektor, ganz viele Mitschüler. Ist einfach so eine Riesengruppe, die sich auch irgendwie mit mir mitfreut und mich so unterstützt, wie es geht. Ja. In der ich nach Hause komme und dann ja auch einfach daheim irgendwie meine Kraft wieder tanken kann. Dann habe ich 2 Kaninchen, 2 Katzen, die ich einfach auch zum Runterkommen voll gern. Das beste Therapie, wenn man die einfach streicheln kann, wenn nach so einem stressigen Wochenende oder so. Und dann lese ich auch unheimlich gern mal ein Buch oder verbringe einfach gerne Zeit mit meiner Familie, mit meinen Freunden. Und das Schöne ist einfach daran, die Familie und die Freunde, die lieben oder mögen einen einfach, weil man so ist, wie man ist, und nicht, weil man irgendwie erfolgreich ist oder gute Noten schreibt oder so. Die Dinge, die ich mache oder die ich freiwillig mache, die machen mir auch einfach so viel Spaß, dass ich da auch einfach immer positiv dann durchs Leben gehe. Und ich denke auch, dass es einfach, gerade auch auf den Sport bezogen, wenn man einfach unheimlich viel Spaß an dem hat, was man macht, dass dann auch der Erfolg einfach leichter kommt. Eltern vor allem sind meine wichtigsten Unterstützer, und natürlich ist es auch noch die mentale Unterstützung, weil ich meine, meine Eltern sind diejenigen, die einfach auch immer an mich glauben und ja, die mich auch einfach so bedingungslos lieben, egal ob ich erfolgreich bin oder nicht. So, und los geht's zum Skirollertraining. Total schwer. Das ist auch immer so eine Frage, ob ich lieber Skispringen oder lieber Langlaufen mag. Ich liebe einfach beide Sportarten, und deswegen mache ich auch nordische Kombinationen, weil ich einfach keine von beiden mehr mag, sonst würde ich nur eine von den Disziplinen machen. Und auch im Training geht es mir so, ich trainiere beides eigentlich gleich gerne. Also ich springe eigentlich sehr, sehr gerne auf Matten, weil bei Matten ist es ja so, dass die Bedingungen einfach immer gleich sind. Also im Winter ist es halt oft so, dass man dann irgendwie, man springt und man weiß nicht genau, ob es so vereist ist, dass man Probleme bei der Landung bekommt oder dass der Neuschnee so stumpf ist, dass es dann stockt. Und da ist es eigentlich auf Matten deutlich einfacher zu springen, weil man immer weiß, die Bedingungen sind gleich. Mein Ziel vor der Saison war eigentlich, dass ich vielleicht ein paar Mal unter die Top 10 komme und dann bei meinem ersten Weltcup, dass es da gleich so gut läuft und dass ich da gleich Dritte werde. Das war einfach so überwältigend auch irgendwo. Dann kamen die Trainer zu mir her und haben gesagt, boah, du bist die erste Deutsche, die auf dem Podium steht. Und das war so, das war mega, weil ich habe das gar nicht so realisiert. Ich habe das auch gar nicht irgendwie, mir war das gar nicht so bewusst, weil ich irgendwie da nicht dran gedacht habe. Und dann ist das ja sowas, was dann schon irgendwie in die Geschichtsbücher eingeht, und dass man da dann seinen eigenen Namen lesen darf, das ist total cool. Ja.